Was haben sie schon geackert in diesem Wettbewerb? Beide Mannschaften sind unter die letzten acht geraten. Jetzt wird es allmählich in diesem Pokal so richtig interessant. Ja, heute wird die Basis gelegt für das Erreichen des Halbfinals. Und damit ist eigentlich an dieser Stelle alles gesagt. Fletcher! Und auch den zweiten Versuch vereitelt. Und diesmal hält er ihn auch fest. Und da attackiert er ihn. Du musst dir den Ball überall schnappen. Jetzt auf der Außenbahn. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Egal, wo der Ball herkommt, diesmal von der Seitenlinie. Eine gute Position für einen, der über einen weiten Einwurf verfügt. Ryan Giggs. Da freut sich der Trainer. Die Abwehr steht goldrichtig. Wayne Rooney. Gut abgefangen hat er da den Ball. Da bearbeitet er den Gegner. Sieht fast aus wie eine Blutgrätsche. Wie bewertet der Unparteiische diese Aktion? Und was gibt das? Gelb, Buschi. Ja, ManU beschwert sich auch gar nicht. Das ist ein klarer Fall. Und er ist drin! Ich weiß auch nicht, ob er Befehle aus dem All kriegt, aber er steht immer genau richtig. Das ist Instinkt, Manni. Das hat mit allem nichts zu tun. Das ist einfach Instinkt. Die Red Devils hier in Führung. Manchester United. Da wählt er jetzt den Zweikampf. Und da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Das könnte gefährlich werden, denn der schießt immer sofort und platziert. Ja, tolle Schuss. Abseitsentscheidung korrekt. Da bearbeitet er den Gegner. Stark gemacht. Da geht er in den Gegner rein. Fast so schnell wie David Odomko, aber der war zu schnell für den Ball. Ja, aber der ist unglaublich schwierig zu verteidigen, der Bursch hier. Unglaubliche Beschleunigung. Jetzt greift er den Gegner an. Die Flanke kommt gut. Der Junge ist kein Flankengott. Blanke vergeicht. Pogrebniak. Er greift ihn hartnäckig an. Bei der Rangelei um den Ball. Er sucht den Zweikampf. Er attackiert. Nein, das tut. Spielen wir nach Regeln oder was? Freistoß natürlich. Na, das sehen Sie. Da ärgert er sich über sich selbst. Völlig verzogen der Ball. Park. Berbatov. Du kannst gar nicht so schnell gucken. Und da steht er schon wieder richtig vor dem Tor. Sehr gut. Nein, wie knapp ging der übers Tor. Was für ein Kopfball. Da geht er in den Gegner rein. Der Zweikampf war gut. Und die Partie wird mit dieser Abseitsentscheidung unterbrochen. Ja, der Pass kommt an. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. Berbatov. Fletcher. Ja, die Entfernung ist einfach zu groß. Da ist der Ball viel zu lange unterwegs. Kein Problem für den Torhüter.
Jawohl, tolle Parade des Torhüters und souverän festgehalten den Ball. Jetzt Manchester United im Ballbesitz. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Ich habe ja immer die Horrorvision, dass der Ball ihm durch die Beine rollt. Aber das hat er ganz, ganz locker gemeistert. Frage ist, ob der sogar bis ins Tor gerollt wäre, so mau und lasch wie der war. Unglaubliches Tor! Das kannst du nicht lernen, das musst du in dir drin haben, Stürmer. Ein absolut abgezockter Hund an dieser Stelle. Und der Torhüter, der träumt schlecht in der nächsten Nacht. Ganz schwaches Zweikampfverhalten in dieser Situation. Die Torschussstatistik, die sagt so einiges aus. Sofort. Und weiter heißt es aufgepasst. Er könnte heute ganz groß rauskommen, aber hier verfehlt er. Ja, kann ja nicht immer funktionieren, kann ja nicht immer klappen, aber ich glaube, der hat noch was im Köcher. Von Grebniak. Fletcher. Wird der Trainer zufrieden? Ja, vielleicht war die Entfernung doch zu groß. Er attackiert, er will den Ball. Wayne Rooney. Das sieht nach einer komfortablen Führung aus, kann sich aber schnell wieder ändern. Zur Pause 2:0. Unparteiische vergewissert sich, dass alles in Ordnung ist und pfeift die zweite Halbzeit an. Da wähle er jetzt den Zweikampf. Ball erobert und jetzt aber nichts wie ab nach vorne. Keine Anspielstation und aus der Ferne hätte er fast getroffen. Jetzt greift er den Gegner an. Oh, da liegt er am Boden und er steht nicht auf. Das scheint weh zu tun. Das war jetzt gerade nicht die größte Herausforderung. Nicht wirklich. Attacke mit Grätsche. Vorsicht. Und der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß gegen Manchester nach diesem Foulspiel. Das gibt jetzt die gelbe Karte. Überhaupt keine Beschwerden von Seiten Menus. Das war auch eine klare Angelegenheit. Er hat schon best. Und der Schiedsrichter sagt, das war Abseits. Berbatov. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Er attackiert, er will den Ball. Attacke auf den Gegner. Jetzt ist er durch. Und das war brandgefährlich. Und da springt der Ball an den Pfosten. Evra. Ryan Giggs. Das hat er stark gemacht. Das wird ganz gefährlich. Und er trifft. Wie nennt man eine solche Führung für Manchester United? Komfortabel, Buschi. Und das lassen sie sich garantiert nicht mehr nehmen. Also come
Da grätscht er rein, der Wayne Rooney. Und wieder hat er ihn den Ball, der Wayne Rooney. Gut geklärt von ihm. Jetzt Manchester United im Ballbesitz. Das sieht gut aus. Da kommt eine... Ja, und jetzt spielen sie sich hier in einen Rausch. Jetzt setzt sich Man U aufs Sofa und lehnt sich zurück. Mit dieser Führung im Rücken kann nichts mehr passieren. Das lassen die sich nie und nimmer mehr nehmen. Diese Partie ist entschieden. Diese Führung kannst du fast schon als Ruhekissen benutzen. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Ein herrenloser Ball. Wer will ihn haben? Ach nee, das ist doch viel zu weit weg vom Tor. Wayne Rooney. Berbatov. Das zweite Tor auf dem Fuß und dann versemmelt. Ja, aber du siehst, Manni, den einen hat er schon gemacht und auch hier wieder der Wille ist da. Da kommt noch was. Die Zeit zum Wechseln ist gekommen. Er versucht, den Ball abzugrätschen. Foulspiel. Muss Freistoß gegen Manchester geben. Kriegt er keine Karte, aber ein paar ernste Worte. Ja, das finde ich ja ganz gut, wenn der Schiedsrichter da auch mal diese Möglichkeit nutzt, mit den Spielern zu sprechen. Fletcher. Wayne Rooney. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Berbatov. Guck mal hin, auch wenn es diesmal kein Tor war. Sie spielen klasse. Jetzt wird gewechselt. Ja, das ist ja fast unglaublich. Der Trainer wechselt hier drei Spieler auf einmal ein. Und nun Pavlyuchenko. Er greift ihn hartnäckig an. So sieht ein Pass aus. Zweikampf um den Ballbesitz. Pogrebniak. Achtung! Jesus, das würde ich gerne noch mal sehen. Das würde ich gerne noch mal sehen. Ich glaube nicht, dass das abseits war. So, das ist abseits, brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Und wir können hier belegen, eine sehr knappe, aber eine richtige Entscheidung. Jetzt Manchester United im Ballbesitz. Jetzt greift er den Gegner an. Er hat das Preisausschreiben um den Ball gewonnen. Achavin am Ball. Und schon prima Balleroberung. Jetzt muss es aber abgehen. Jetzt denken sie, und das merkt man an ihrer Spielweise, schon an die nächsten Aufgaben. Die Spieler von Manchester United. Achtung, lässt! Der Spieler legt sich den Ball zur Ecke zurecht. Ecke, Tor, so hätten sie es. Toll, wie er das macht. Und... Die Spieler warten auf die Ecke. Und der Trainer bereitet hier eine Auswechslung vor. Unsicher wirkt das Ganze, aber geklärt. So zerstört man das Angriffsspiel. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler den Schuss abblockt. Achavin am Ball. Und da attackiert er ihn. Valencia. Fletcher. Achtung! Und so einfach war der Ball gar nicht zu halten.
Ryan Giggs. Können Sie die Flanke verwerten? Das ist ein klasse Torwart. Ja, und nichts war es mit dem Doppelpack. Und schon ist der gegnerische Angriff unterbunden. Den hat er gut abgeblockt. Aschavin am Ball. Und nun Pavlyuchenko. Er sucht den Zweikampf, er attackiert. Valencia. Holz Coles. Das sieht gut aus. Geht er rein? Tor! Bis jetzt hat er super gehalten. Nun kriegt er ein Tor. Fehler gemacht? Ah, da tue ich mich ein bisschen schwer, das so zu beurteilen. Er hat ja glänzende Leistungen bisher gebracht. Und du kannst nicht jedes Ding parieren. Sie liegen deutlich und klar vor. Der erste Schritt ist getan. Jetzt müssen Sie nur noch das Rückspiel überstehen. Ja, schön, Manni. Nur noch das Rückspiel überstehen. Das wird noch jede Menge Arbeit. Das war's von mir, liebe Zuschauer. Ich gebe zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Tschüss, bis die Tage. Ihr Manni Breukmann.